Ja, danke für die Einladung, dass ich heute hier eine Predigt halten darf. Mein Name ist Jürg Vöckli, es ist schon gesagt worden. Ich nehme einen Anteil, kenne mich schon auch, darum muss ich mich nicht mehr lange vorstellen, aber einfach zwei, drei Sachen. Ich bin ein paar Jahre lang reformierter Pfarrer in der Kirchengemeinde Buchs-Rohr gsi. In den letzten 20 Jahren habe ich aber dann im Vormundschaftswesen und im Kindes- und Erwachsenenschutz gearbeitet. Und seit einem Jahr bin ich pensioniert und habe jetzt noch eine Teilzeitanstellung als reformierter Pfarrer in Wollen. Darum bin ich ab und zu am Sonntag auch dort im Gottesdienst. Ja, heute ist eine weitere Predigt zum Thema Heart of Worship. Und Signet von dieser Predigreihe ist ein Herz. Jetzt war bei mir eine Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das eigentlich ein Herz ist. Zuerst denkt sie einfach so einen Blumenstrauß, aber es ist also ein Herz. Und das Herz hat ja für uns alle fest etwas mit Gefühl zu tun. Mit Gefühl, und um das geht es ja auch im Worship sehr stark, um Gefühl, dass wir unsere Gefühle, unsere Anbetung für Gott können ausdrücken. Der Titel für meine Predigt ist aber jetzt Worte der Anbetung. Und wo ich den Titel zuerst mal auf mich wirken lassen, habe ich gedacht, das hätte jetzt vielleicht nicht nur mit dem Herz, sondern auch ein bisschen mit dem Kopf zu tun. Vielleicht hätte man auch können für diese Predigt jetzt ein Hirn als Signet herentun. Und ich habe mir natürlich dann auch überlegt, ja, warum habe ich jetzt von Andrea und von Martial gerade ausgerechnet den Teil zugeteilt bekommen. Hat das etwas mit meiner Person zu tun? Ich tue jetzt da nicht mehr weiter in diese Richtung nachdenken darüber. Aber ich hoffe einfach, dass jetzt meine Predigt auch nicht stark kopflastig wird, sondern dass ich auch ein bisschen euch Herz ansprechen kann. Die Geschichte, die hinter dieser Predigreihe ist, die habt ihr ja schon ein paar Mal gehört. Und ich tue sie darum nur noch kurz ein bisschen antönen. Es ist ja die Geschichte von Paulus und dem Silas, die missioniert haben in der Stadt. Und sie sind dann verhaftet worden und man hat sie ins Gefängnis da, sogar die Füße in den Block geschlossen. Und so sind sie dann über die Nacht im Gefängnis gewesen. Und um Mitternacht haben sie angefangen zu beten und Gott zu lobpreisen. Und dann sind ein Serb gekommen und die Türen von dem Gefängnis sind aufgegangen und die Fesseln sind weggesprungen und sie sind befreit gewesen. So weit ist die Geschichte. Und das ist eben ein Teil von dem Text. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder und die Gefangenen hörten ihnen zu. Es wäre jetzt natürlich interessant, wenn man könnte heute noch hören, was sie da genau gesungen haben. Aber eben, es hat jetzt einmal noch kein Smartphone gegeben. Sie haben auch nicht selber können ein Selfie machen und das aufnehmen. Und darum wissen wir jetzt weder die Melodien, die sie da gesungen haben, noch der Inhalt, der Text, was sie gesungen haben. Es ist auch nichts aufgeschrieben, auch in der Bibel heisst es einfach, sie haben gebetet und gesungen, aber nicht genau was. Aber die Wissenschaftler, die Theologen, die Bibelausleger haben sich natürlich Gedanken gemacht, was könnte das gewesen sein. Und eine Antwort ist, sie haben das ägyptische Hallel gesungen. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Bei den Juden sind das immer noch die Psalmen, wo man am Pessachfest miteinander beten und singen.
Und ägyptisches Hallel heisst, weil die Psalmen davon handeln, die Befreiung der Ägypter und der Auszug aus Ägypten. Und das Wort Hallel kommt ja von Halleluja, also Gott loben und preisen eben für die Befreiung der Ägypter. Aber heute eben geht es jetzt darum, um auch unsere Worte von der Anbetung. Ich tue jetzt nicht über das ägyptische Hallel und über all die Psalmen predigen, sondern ich möchte mit euch darüber nachdenken, was für eine Rolle spielen eigentlich bei der Anbetung unsere Worte, unsere Inhalte, die wir wählen. Kommt es darauf an oder ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was wir von den Worten her singen, kommt es vor allem auf die Melodie drauf an. Und vielleicht auch zur Frage, was ist vielleicht, wenn es mir im Moment nicht so drum ist, ums Singen, wenn vielleicht die Worte jetzt gerade nicht zu meiner Stimmung passen. Oder was ist, wenn mir vielleicht gewisse Lieder zu altmodisch oder umgekehrt zu modern vorkommen. Also es geht um den Inhalt. Und ich bin mir dabei bewusst, Anbetung, das sind ja nicht nur Worte, sondern das ist immer eigentlich eine Einheit auch mit der Musik, mit dem Musikstil, mit dem Ort, wo wir dort anbeten, was da für eine Stimmung ist, auch was für Leute um einen herum sind. Das bildet eigentlich alles immer eine Einheit. Und wir haben jetzt in anderen Predigten vielleicht eher ein bisschen den Schwerpunkt auf die Musik oder auf die Stimmung gelegt. Und ich tue jetzt ein bisschen den Schwerpunkt auf den Inhalt, auf die Worte legen. So wie ich das ja auch aufgetragen bekommen habe. Im Text, den wir gehört haben, hat es geheissen, der Paulus und der Silas, die haben gebetet und Loblieder gesungen. Es sind also zwei Tätigkeitswörter, beten und Loblieder singen. Und man könnte jetzt denken, ja, das spielt ja keine Rolle, das ist ja eigentlich ein bisschen das Gleiche, beten und Lob singen. Klar hat es einen Zusammenhang, aber ich würde gleich gerne einen Unterschied machen jetzt in der heutigen Predigt. Im griechischen Urtext im Neuen Testament ist es für das Wort beten das Wort proseuchomai und das Wort für Loblied singen oder Lob singen ist das Lied Hymneo. Da steckt das Wort Hymne drin, Hymnos. Und wir wissen alle, was ein Hymnen ist, das ist eigentlich ein feierliches Loblied, ein feierlicher Lobgesang. Man kann nicht nur Gott Lob singen, sondern das Wort Hymne verwendet man ja auch im weltlichen Bereich. Wir haben zum Beispiel eine Landeshymne, wo zwar Gott auch drinnen vorkommt, aber es geht eigentlich darum, unser Vaterland zu besingen und unsere Freude auszudrücken an der Schweiz und unserem Vaterland. Die beiden Sachen liegen nahe zusammen und der Paulus und der Silas haben dort im Gefängnis beides gemacht. Sie haben gebetet und sie haben Loblieder gesungen. Das Wort beten, wenn man jetzt mal vom Inhalt her schaut, geht für mich eher in die Richtung, man will etwas von Gott empfangen. Beten und bitten ist ja schon vom Wort her ziemlich nah beieinander. Man wendet sich an Gott, weil man etwas möchte empfangen. Das kann sein, dass man konkret um etwas bittet, weil man etwas will oder weil man für jemand anderes bittet. Es kann aber auch sein, dass man im Gebet einfach nur Nähe von Gott empfangen will. Im Nähe sein. Vielleicht auch seine Stimme hören,
weil man irgendwie eine Antwort sucht im Leben, wie es weitergehen soll oder für ein Problem, das einem drückt. Und das Lob preisen, das Loblied singen, das Loben, denke ich, geht eher ein bisschen neu in die Richtung, man will Gott etwas zurückgeben. Man hat das Bedürfnis, nicht nur zu empfangen, sondern man will auch etwas zurückgeben, Gott loben, in Ehre für das, was man empfangen hat. Und je nachdem ist natürlich dann auch der Inhalt von einem Gebet und von einem Lobpreis, auch von den Worten her, ein bisschen etwas anderes. Beim Beten, da haben wir von Jesus eigentlich einen klaren Hinweis, auch vom Inhalt her, wie man könnte beten. Die Jünger haben ja mal Jesus gefragt, wie sollen wir beten? Und Jesus hat ihnen dann sogar ein konkretes Gebet vorgesprochen, nämlich unser Vater, das wir ja heute noch verwenden. Das heisst nicht, dass man natürlich nur mit diesen Worten beten darf, aber wenn man vielleicht einmal an einem Punkt ist, wo man nicht weiss im Leben, was man eigentlich für Wort fürs Gebet soll wählen, dann kann man es unser Vater nehmen und das Gebet verwenden. Bei diesem Gebet ist auch speziell, dass Jesus sagt, die Anrede von Gott darf unser Vater sein. Abba, Vater. Also etwas sehr Intimes, Nächstes. Man darf Gott per Du anreden. Das ist nicht selbstverständlich. In der Antike oder vielleicht auch noch bis vor wenigen Jahren hat man auch vor den Eltern viel mehr Ehrfurcht gehabt. Und es war nicht so selbstverständlich gewesen, als man die Eltern dürfen mit Du anreden. Und wenn es noch jemand anders war als die Eltern, irgendein Herrscher oder eine Herrscherin, dann war es auch nicht so selbstverständlich gewesen, dass man überhaupt mit einem Anliegen zu dieser Herrscherpersönlichkeit kommen durfte. Ich erinnere an die Geschichte von der Esther, die sich ja für ihr Volk, für das Jüdische, einsetzen und hätte gerne zum König wollen kommen und dort ihr Anliegen vorbringen. Und in dieser Zeit war es so, man durfte nicht einfach ungerufen zum König kommen. Wenn man ungerufen gekommen ist und er hat nicht seinen Stab ausgestreckt und praktisch gesagt, jawohl, okay, dann hätte man mit dem Tod bestraft werden können. Sie hat es gewagt, zu kommen. Im Unser Vater sagt uns Jesus, ihr könnt einfach so vor Gott kommen mit euren Anliegen. Wie aber soll man Gott Lob preisen? Ich habe jetzt vom Gebet geredet. Eben hier haben wir eine Empfehlung von Jesus, ihr könnt Unser Vater beten. Und auch hier gibt es aber in der Bibel einen gewissen Hinweis. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 24. Der Joni hat am letzten Sonntag den Text schon erwähnt. Dort sagt Jesus, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das Wort kommt in der Geschichte vor, wo Jesus der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Er war unterwegs im Norden des Landes, war durstig und ist dann an den Jakobsbrunnen gekommen und hat gesehen, wie dort gerade eine Frau am Wasserschöpfen war. Und weil er ja selber kein Schöpfgefäß hatte, hat er die Frau gefragt, könntest du mir nicht Wasser schöpfen und zu trinken geben. Und die Frau war zuerst ganz erstaunt, dass da ein vom jüdischen Volksteil sie um Wasser bittet. Man hat dort nämlich zwischen den Samaritanern
und den Juden auch so Konfessionsstrittigkeiten gehabt. Und die beiden haben sich eigentlich recht gemieden. Man hätte nicht dürfen gross miteinander Kontakt haben, sonst ist man vielleicht sogar noch unrein geworden. Aber Jesus ist auf die Frau zugegangen und hat gesagt, könntest du mir nicht Wasser geben? Und sie sind dann miteinander ins Gespräch gekommen und halt auch auf ihre konfessionellen Unterschied, dass eben die Samaritaner Gott auf dem Berg Garizim verehren und die Juden auf dem Zion in Jerusalem. Und dann hat eben Jesus zu ihr die Worte gesagt: Die Stunde kommt, wo ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem anbeten werdet. Die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn so will der Vater seine Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Man könnte fast sagen, das ist so ein bisschen das Pendant zum Unser Vater. Im Unser Vater lehrt uns Jesus, wie wir beten sollen. Und da ist jetzt ein Hinweis, wie wir Gott inhaltlich Lob preisen in Geist und Wahrheit. Und auch hier vielleicht noch ein bisschen etwas zum Ausdruck. Hier verwendet jetzt Jesus den Ausdruck Proskineo. Andrea hat das am Anfang ihrer Predigt auch erwähnt, dass das ein Begriff ist für die Anbetung. Proskineo. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, heisst es sich eigentlich niederwerfen. Steckt das Wort Hund in dem Wort innen. Also sich wie ein Hund vor jemandem niederwerfen und seine Ehrerbietung erweisen. Das war früher in der Antike noch üblich gewesen und auch heute noch ist es ja manchmal in gewissen Zeremonien noch so, dass man sich einmal zumindest vor dem König oder der Queen verneigen. Und das kann man nicht nur Gott gegenüber, sondern auch eben gegen Weltliche gegenüber. Die Bibel übersetzt das, einmal die Zürcher Bibel manchmal eben nicht mit dem Wort anbeten, sondern mit dem Wort huldigen. Zum Beispiel bei den Heiligen Drei König, bei den Krippen, kommt das Wort vor. Und die Zürcher Übersetzung sagt, die drei Könige haben dort im Jesuskind gehuldigt und haben Gold, Weihrauch und Myrrhe überreicht. Wenn man aber vom Proskineo gegenüber Gott spricht, dann verwendet man eher das Wort Anbetung. Anbeten und Hymneo, Lobpreis singen, sind für uns eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Also, und Jesus sagt eben, wir sollen Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Ich möchte noch auf die beiden, sage ich jetzt mal, Komponenten oder Teil von der Anbetung ein bisschen näher eingehen. Geist und Wahrheit. Beide Begriffe, Geist und Wahrheit, die sind im Johannesevangelium von zentraler Bedeutung. Geist, das ist eine Kraft. Dass es eine Kraft ist, das sehen wir ja zum Beispiel an der Pfingstgeschichte. Die Jünger sind auch nach der Ostern noch ziemlich verängstigt und niederschlagen gewesen. Sie haben keine Saft und kein Späuz mit gehabt, könnte man fast sagen. Und dann an der Pfingsten ist das Wunder geschehen, dass der Heilige Geist sie gepackt hat. Und das Wunder ja von der Pfingsten ist, dass der
die Jünger und Jüngerinnen so ein bisschen wie umgekehrte Händchen waren. Sie haben plötzlich den Mut gehabt, sich auch zu ihrem Glauben zu bekennen, öffentlich aufzutreten. Sie sind wieder fröhlich gewesen. Sie haben einander auch wieder besser verstanden. Und das alles hat der Heilige Geist bewirkt. Die Kraft, die sie gepackt hat und ihnen eben wieder neu Schub gegeben hat. Und wenn es jetzt heisst, eben wir sollen Gott mit in Geist und Wahrheit anbeten, dann ist ja Gott auch in diese Richtung. Anbetung hat etwas mit Kraft, mit Energie zu tun. Und klar, darum ist eben Anbetung natürlich nicht nur mit Wort verbunden. Oder? Sobald es irgendwie auch ein bisschen um Gefühl, um Kraft, um Geist und Energie geht, klar kann man das auch probiert mit Wort auszudrücken. Aber wir alle wissen, in diesem Bereich fehlen uns manchmal die richtigen Worte. Oder wir haben einfach das Bedürfnis, auch das mit Bewegung, mit Lieder, mit unserem Körper auszudrücken. Und darum dürfen Anbetungslieder oder Lobpreislieder müssen vielleicht fast sogar auch ein bisschen etwas von dieser Energie spüren lassen. Es gibt ja das Sprichwort, wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Oder eben halt nicht nur das Maul mit Wort, sondern überhaupt der ganze Körper fängt an zu mitschwingen. Jetzt ist mir aber schon bewusst, es haben natürlich nicht alle Menschen das gleiche Temperament. Es gibt solche, die sind einfach von Natur aus irgendwie ein bisschen lebiger und pfiffiger und denen fällt das leichter auch halt Gott in Geist anzubeten. Und andere, die sind vielleicht eher ein bisschen verhalten, introvertiert oder es liegt ihnen weniger. Es gibt darum auch Leute, die sagen, mir ist vielleicht auch die Anbetung jetzt eher wichtig in Form von einer Meditation, dass ich mich in Gott eher so anbete, dass ich still bin und mich einfach auf Gott einwirken lasse. Aber eigentlich die Anbetung, so wie sie jetzt hier gemeint ist, auch in dieser Geschichte von Paulus und Silas, ich glaube, die haben die nicht meditiert, sondern die haben wirklich Gott angebetet und Loblieder gesungen, so eben, und da heisst es ja wieder Geschichte. Wir haben es im ganzen Gefängnis gehört und sogar der Gefängniswärter war beeindruckt von dem Lobgesang, den da die beiden miteinander gesungen haben. Aber eben, auch wenn man vielleicht jetzt eher vom introvertierten Typ ist oder vielleicht der, der weniger enthusiastisch war, ist, es muss nicht unbedingt so sein, dass man immer so enthusiastisch ist. Mir ist ein Bach-Kantate in den Sinn gekommen, wo ich einmal mitgesungen habe im Kirchenchor. Es hat den Titel «Schwingt freudig euch empor» gehabt. Und dort ist eine Arie, die gesungen wird, was drinnen heisst, auch mit gedämpften, schwachen Stimmen wird Gottes Majestät verehrt. Also die ein bisschen eher die zurückhaltend sind, können sich vielleicht auch an dieser Bach-Kantate ein bisschen halten und trösten lassen. Das ist der Teil in Geist anbeten. Und jetzt komme ich noch zum anderen Aspekt. Man soll Gott in Wahrheit anbeten. Wahrheit, das bedeutet im Johannesevangelium Erkenntnis. Wort bedeutet, dass man versteht, wer Gott ist, was er für einen tut, was er einem bedeutet. Das kann man ja einerseits mit dem Herz erfassen, eben indem man Freude daran hat, indem man begeistert ist.
Aber es kommt auch noch der andere Aspekt dazu, eben der vom Kopf, nicht nur der vom Herz, dass man sich zwischendurch auch wieder Gedanken macht, was bedeutet das eigentlich? Was heisst das für mich? Und ein guter Lobpreis beinhaltet eigentlich immer auch ein bisschen das. Also es ist eben auch wichtig, was für einen Text, was für einen Inhalt der Lobpreis hat. Und es bedeutet auch, dass eben Lobpreis nicht nur eine emotionale Sache ist, das ist es sicher auch, oder? Dass man Freude hat und begeistert ist, aber wir wissen alle, man kann auch von anderen Sachen begeistert sein. Es gibt Leute, die gehen auch jeden Sonntag an einen Fußballmatch und sind dort völlig begeistert. Oder es gibt Leute, die gehen an ein Popkonzert und singen dort begeistert mit. Beim Lobpreis kommt immer auch noch der andere Aspekt dazu, dass man, dass eben der Lobpreis auch einen Inhalt hat und dass der Inhalt soll und darf einem ansprechen und einem darf zu Gedanken anregen. Und das heisst eben, es ist wichtig, dass ich auch verstehe, was ich singe. Klar, wir singen vielfach auch englische Lobpreislieder, aber zwischendurch macht es ja auch Sinn, dass man sich einmal Gedanken macht, oh, was habe ich eigentlich heute Morgen da gesungen in diesem Lied? Und dass man vielleicht probiert, einmal das Lied für sich auch zu übersetzen und zu verstehen. Und da gibt es ja manchmal aber auch Text von einem Anbetungslied, wo man zwar mitsingt, aber vielleicht beim Singen oder nach dem Singen sich darüber nachdenkt, ja, was habe ich jetzt da gesungen? Das ist mir jetzt eigentlich noch neu, was ich da gesungen habe. Und das kann ja auch der Sinn sein von so einem Anbetungslied, dass man vielleicht nachher wieder einmal sich Gedanken macht und auf etwas Neues kommt. Also, dass man dann eigentlich im Anbetungslied nicht nur Gott etwas gibt, sondern dass man auch wieder etwas empfiehlt, nämlich einen Hinweis, eine Anregung. Und ich denke, Anbetung ist darum letztlich eigentlich auch nie etwas, das nur für die Ohren von Gott da ist, sondern auch immer auch wieder für unsere eigenen Ohren. Wenn wir Lobpreislieder singen, dann singen wir sie ja auch, hören wir sie ja auch selber und geht uns den Inhalt auch wieder rein. Und ich denke, über die Lieder geht er eben nicht nur in den Kopf, sondern auch wieder in unser Herz rein. Und solche Anbetungstexte oder Lieder sind natürlich auch für die Ohren von anderen. Schon in dieser Geschichte hier heisst es ja, die anderen Gefangenen haben mitgelost. Sie haben also auch etwas gehabt von diesen Lobliedern. Und sogar der Gefängniswärter, auch der hat mitgelost. Und es heisst in dieser Geschichte, er ist nachher dann auch zum Glauben gekommen, durch diese Loblieder. Und das ist ja auch das Spezielle, wenn man miteinander singt, dann ist es eben nicht nur für die eigenen Ohren, sondern auch für die Ohren von denen um mich herum. Und es kann vielleicht sein, als wenn man da miteinander singt, Gott lobt, dass auch Leute unter uns hat, wo vielleicht im Moment gar nicht so drum ist ums Loben, weil sie vielleicht Probleme haben oder wie sie sagen, also im Moment fällt es mir einfach schwer, das Loblied innerlich mitsingen, weil ich habe vielleicht eher Zweifel oder Widerstand. Ja, und da ist auch noch die Frage, dürfen wir oder kann man denn überhaupt mitsingen oder ist das Heuchelei? Eben beim Stichwort Wort, wenn ich jetzt im Moment eher Glaubenszweifel habe und dann singe, Gott ist gross, ich lobe und preise dich, ist das Heuchelei? Ich denke nicht unbedingt, also es soll sich niemand müssen zwungen fühlen, wenn er im Moment Zweifel hat und sich dann einfach zwingen, zum Mitsingen. Aber
wenn man es kann, denke ich, dann dürfen wir es, dann ist es nicht Heuchelei und man singt vielleicht mit, weil gerade durch den Gesang kann sich die eigene Stimmung auch wieder ändern. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben kann, jetzt mit dem Wort aus dem Johannesevangelium. Gott ist Geist und die ihn anbeten sollen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Mit der Anbetung drücken wir einerseits unsere Freude aus, unsere Verehrung für Gott. Wir tun aber gleichzeitig auch etwas empfohlen. Wir kommen etwas für uns auch über und wir geben etwas auch den anderen weiter. Vielleicht, die nicht so nah sind bei Gott oder die im Moment halt einfach auch ein bisschen Mühe haben, Zweifel haben, Fragen haben und was darum von der Stimmung her nicht so drum ist, ums Loben und Preisen. Ja, und nachher werden wir ja auch jetzt noch in Lobpreis einstimmen und ich bitte euch jetzt vorzukommen und möchte dann zum Abschluss noch. Gütiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir im Gebet zu dir kommen dürfen, dass wir unsere Anliegen dir frei vortragen dürfen und dass du auf uns hörst. Wir danken dir aber auch dafür, dass wir mit Lobpreis zu dir kommen dürfen. Und etwas dürfen dir zurückgeben, indem wir dich loben und preisen für das, was du uns alles gibst. Und wir vertrauen darauf, dass du unser Lob annimmst. Sei es, dass wir es freudig und enthusiastisch machen, sei es auch, dass es mit gedämpften und schwachen Stimmen passiert. Hauptsache, es kommt von Herzen, und es ist ehrlich und in Wort gemeint.